So, und ich begrüße Kai Unterberg von der Agentur KM2 aus Düsseldorf. Kai, du bist auch Mitveranstalter der Typo 3 User Group in Düsseldorf und bist jetzt hier zu Gast bei der, beim Typo 3 Camp in Essen. Ihr arbeitet ja auch viel zusammen. Du bist hier mit deinem ganzen Team? Ja, mit einem Teil davon. Wir sind zu viert hier heute und eine Projektmanagerin, für die ist das erste Mal. Die war gerade erstaunt, dass es doch auch sehr viele nicht technische Talks gibt und ja, zwei Entwickler von uns. Jetzt ist die Planung fürs Barcamp gerade abgeschlossen. Sind interessante Sachen dabei? Hast du den Eindruck, es verändert sich insgesamt auch? Ja, ich war überrascht. Also ich glaube, die letzten vier Jahre war immer wieder das Thema Composer hier vor Ort vorhanden. Und Composer war im ersten Jahr, glaube ich, hat sich der ganze Raum gemeldet und wollte was zu dem Thema wissen. Heute waren das schon noch ein paar Hände, die dort hochgegangen sind. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass es insgesamt die Szene professioneller wird, dass viele Themen wie Kubernetes heute ein Thema waren. Und, hast du insgesamt den Eindruck, dass die Tools zunehmen und die Entwickler auch einfach damit firmer sind, also mehr Routine besitzen und technisch besser aufgestellt sind als vor ein paar Jahren? Ich hoffe. Also ich denke, dass die Szene sich professionalisiert hat. Genau. Okay, vielen Dank, Kai Unterberg von der KM2 in Düsseldorf.